Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt ja schon gesehen, es geht hier heute in diesem Video um den Vollmond im Löwen. Und ich habe mich so extrem drauf gefreut, weil der Vollmond im Löwen, allein schon dieses Tier Löwe, ist so präsent. Ja, und ich werde euch als allererstes etwas über den Vollmond im Löwen erzählen. Wie ihr seht, habe ich hier schon die Weisheitskarten mir rausgeholt oder rausgelegt. Ich werde auch wieder eine Legung für euch machen mit zwei verschiedenen Tarotkartendecks. Und wir schauen uns natürlich die drei wichtigsten Themenbereiche bei euch an. Das ist einmal eure Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich Ich-Bin-Karten rausgelegt. Ich habe auch wieder die Karten für eure Berufung, für euren Beruf mit dabei. Und natürlich das wichtigste Thema für alle die, ja, die ich so gerne, die Liebe. Ja, wir werden sehen, was die Karten euch sagen. Und ja, und dann werde ich dementsprechend euch die Karten natürlich sehr gerne deuten, okay? Aber meine Lieben, als allererstes fangen wir jetzt an mit der Erklärung über den Vollmond im Löwen. Also meine Lieben, der Vollmond im Löwen, der steht für Energie, für Dynamik, für Ambitionen. Er weckt in dir deinen Kampfgeist, stärkt deinen Willen und deine Lust. In welcher Form auch immer, das wirst du wissen, und hilft dir, dich zu entfalten. Es ist die Gelegenheit für dich, ganzheitlich zu denken und das dir zur Verfügung stehende Potenzial zu nutzen, um deine Unternehmungen zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das heißt also, alles das, was du angefangen hast, da wirst du jetzt Energie bekommen, Kampfgeist, Willen. Du willst einfach jetzt das endlich zu Ende bringen. Du möchtest jetzt mit deiner Power, die du durch den Vollmond im Löwen bekommst, möchtest du gerne die Dinge zum erfolgreichen Abschluss bringen. Und das ist so mega cool, weil alles, was auf eurer To-Do-Liste steht, ja, was hier zum Abschluss gebracht werden sollte, kann jetzt zum Abschluss gebracht werden, und zwar erfolgreich, wenn du es wirklich möchtest, okay? So, dann ist noch ganz wichtig zu wissen, wundere dich bitte nicht, ja, es könnte sein, dass deine Emotionen verstärkt werden, ja, und es könnte auch eventuell Spannungen geben, ja, also das bitte mit berücksichtigen, oder auch, dass du das Gefühl hast, neue Energie zu schöpfen, dass du sagst auf einmal, oh, ich habe so eine Energie. Das ist ja Wahnsinn, ja, das ist damit gemeint. So, es könnte natürlich aber auch sein, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt kreativ wirst. Also, du stehst vor einer Blockade, du weißt nicht, ja Mensch, bis jetzt wusste ich nicht, um was geht's denn, wie mache ich das denn? Und auf einmal wirst du kreativ, auf einmal hast du die Impulse. Das kann natürlich auch natürlich mit dem Löwen vom Vollmond jetzt zusammenhängen, ja. Was gibt es noch, was ich euch Wichtiges mitteilen möchte? Genau, der Löwe gehörte zu den Feuerzeichen. Das ist eine ganz wichtige Info, denn Feuerzeichen ist feurig. Feuerzeichen ist präsent. Und der Löwe an sich, der liebt es auch, wenn er sozusagen die Aufmerksamkeit von Dritten Personen bekommt. Der Löwe, der steht gerne im Mittelpunkt. Das heißt also, du möchtest letztendlich von anderen gesehen werden. Du möchtest gehört werden. Du möchtest, dass wenn du etwas sagst, etwas einer anderen Person mitteilst, dann möchtest du, dass du gesehen und gehört wirst. Du möchtest ernst genommen werden. Du möchtest, wenn du ein Teamplayer bist, dass man das, was du konstruktiv zum höchsten Wohle mitteilst, dass man das annimmt. Ja? Und darum geht es. Und jetzt, meine Lieben, gucken wir uns mit den Weisheitskarten nochmal an, um was es hier geht. Was sind hier noch Themenbereiche? Was sind Punkte, die für euch jetzt wichtig sind? Und die schauen wir uns jetzt erstmal an. So, nochmal gucken, um was es hier geht. Um was geht es hier im Vollmond? Im Löwen.
Es wird euch schon direkt präsentiert. Seht ihr das? So. Kommt da noch etwas? Nein. Ach doch. Eine kommt noch. Wow. Okay. Gut, dass ich da etwas für die Liebe rausgelegt habe. Meine Lieben, lasst uns mal schauen. Also schaut mal bitte. Wir haben hier den Beobachtungsposten. Also das heißt, jetzt Vollmond im Löwen. Das heißt, dass man hier auf einem Beobachtungsposten steht und eine Situation beobachtet. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass wenn du etwas vorhast, dass etwas hier zum Abschluss kommen darf, dass du hier überlegst und guckst, ja, wie mache ich das jetzt am besten, ja? Diese Situation, wie bringe ich die jetzt hier am besten zu Ende? Ja, und es beobachtest du die Situation. Ein bisschen mal zur Seite. So. Also du bist genau darauf fokussiert, ne? Das heißt, Beobachtungsposten ist, du bist konzentriert, du bist fokussiert auf diese Sache, um die es hier bei dir geht. Du lässt dich hier nicht ablenken. Für einige kann es hier im Bereich des Seelengefährten sein, ja, des Seelenpartners sein, dass du dich hier auf einen Seelenpartner konzentrierst. Oder im Bereich der Berufung, dass du hier jemanden hast, wo du sagst, wir sind zwar nicht zusammen, aber wir harmonieren hier sehr gut. Wir gucken uns an und wir wissen, was wir denken, was wir fühlen. Ja? Also das kann in der Liebe genauso gut wie im Beruflichen sein, ja. Ich sage immer, es gibt auch Seelengefährten im beruflichen Bereich. Ja? Und das ist auch ganz wichtig. Es muss nicht immer nur die Liebe sein. Aber nichtsdestotrotz, meine Lieben, wir schauen uns das jetzt mal an. So, um was geht's denn hier, Vollmond im Löwen? Du bist hier sehr nachdenklich. Wir haben hier vier der Kelche. Vier der Kelche ist sozusagen, hier macht dir jemand ein Angebot, aber du bist so verkopft, du bist so konzentriert, du bist so fokussiert auf diese Situation, um die es hier geht, dass du gar nicht mitbekommst, dass hier jemand auf dich zukommt. Lasst uns mal weiter gucken. So, da sind gleich zwei Karten rausgefallen. Ja, du bist hier aber in der Macherenergie. Das heißt also, wir haben hier König der Schwerter. König der Schwerter, da bist du in der männlichen Energie. Das heißt, du bist im Tun, ja, du bist aktiv und direkt aktiv. Ja, das heißt also, auch wenn du hier nachdenkst über eine Situation, die dich hier extrem beschäftigt, ja, und du das Angebot von einer dritten Person nicht mitbekommst, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du trotzdem aktiv bist und trotzdem auch dich direkt artikulierst. Ja, also das eine hat mit dem anderen hier nichts zu tun. Du bist einerseits sehr überlegend und nachdenkend, aber andererseits auch ganz direkt in deiner Aussprache und in deinem Handeln. Ja. Und du wirst auch hier Ritter der Schwerter, das ist Luftenergie, auch wieder Schwertenergie, das ist direkte Energie. Du wirst hier, nachdem du hier nachgedacht hast, ja, wirst du einerseits das mit dem König der Schwerter kommunizieren, andererseits aber wirst du auch genauso direkt vorgehen, ja. Ritter ist immer jemand, der in Bewegung kommt, ja, und das wirst du hier ganz geradlinig, ganz gerade heraus umsetzen. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ja, wunderbar. Wow. Meine Lieben, das ist super. Hier wirst du alles, was dir nicht dienlich ist, ja, für deinen Prozess, auf das du dich fokussierst, das kann, wie gesagt, dein Seelengefährte sein in puncto Liebe oder auch in deinem Beruf,
Ja, da wirst du definitiv, bist du so fixiert drauf, dass du alles, was dir nicht dienlich ist, dass du das hier sozusagen transformierst. Du wirst alles, was nicht mehr zu dir gehört, wo du sagst, nö, wenn du mit mir, mit meinem Weg nicht mitgehst, dann wirst du hinter mir bleiben. Das kann natürlich auch für den Seelengefährten bedeuten. Ja, wenn du jetzt einen Partner hast zum Beispiel, dann kann es sein, dass du beobachtest, wie der reagiert, bedingt auf deine Entwicklung, die du hier durchmachst. Ja? Wenn du sagst, du möchtest dich hier neu kreieren, du möchtest dich hier neu erschaffen und dein Seelengefährte sagt zum Beispiel, nee, das möchte ich aber nicht, dann bist du auch in der Lage, dass du sagst, ja, dann musst du halt zurückbleiben. Ne? Weil du bist ja hier sehr schwertlastig unterwegs. Du bist hier sehr gerade heraus, sehr direkt unterwegs. Und du hast hier auch, bevor du diesen Weg gegangen bist oder gehen wirst, hast du dir hier sehr viele Gedanken gemacht. Du hast dich hier sehr darauf fokussiert, soll ich oder soll ich nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, du bist kein Unmensch, denn wir haben hier zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe ist die Karte der Stagnation. Du überlegst. Ja. Mache ich das? Mache ich das nicht? Wenn ich das mache, was passiert dann? Wenn ich das mache, was passiert dann? Ja, das ist mal, was ich zu meinen Kindern sage. Du hast mehrere Möglichkeiten. Du hast Weg A, B oder C. Wenn du den Weg gehst, passiert das. Wenn du den Weg gehst, passiert das. Und wenn du den Weg gehst, passiert das. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Es ist in dem Moment, es ist genau so, wie es sein soll. Es ist in Ordnung. Du machst hier letztendlich nur deine Erfahrungen, ja, die du in deinem Seelenvertrag festgelegt hast, die wirst du hier machen. Und du bist halt auch sehr klar, dass du sagst, alles, was nicht mehr zu mir gehört, darf dann halt gehen, damit ich Platz für das Neue mache. Und das guckst du dir ganz genau an. So, dann gucken wir mal, was hier mit vier der Kelche gesagt werden möchte oder was hier noch gesagt werden darf. Was geht's hier bitte noch? Ja, na wunderbar. Du machst dir Gedanken, und das ist genau das, was hier wieder zum Ende der Legung passt. Du machst dir hier Gedanken um einen Neuanfang. Ja, du möchtest gerne das, was du jetzt gelebt hast, möchtest du nicht mehr so weiterleben, sondern du möchtest es neu erschaffen. Und das ist auch das, was der Vollmond im Löwen auch repräsentiert. Das heißt, du hast diese Energy, du hast diesen Impuls, dass du das, was du angefangen hast, jetzt zu Ende bringen möchtest. Und die lichtvolle geistige Welt sagt dir hier, hey, mit dem Magier, du hast alles, was du brauchst, um das zu beenden, um das fertig zu bringen, erfolgreich. Und du machst dir hier mit viel der Kelche einfach noch Gedanken darum. Ja, wie mache ich das? Wie geht das? Welche Möglichkeiten habe ich? Ja, und da bist du sehr überlegend, aber du wirst tendenziell die Dinge neu anfangen und die alten Dinge beenden. Ganz klar. So, wir haben hier den König der Schwerter. Du bist hier sehr direkt unterwegs. Jo. Und du wirst auch diesen Neuanfang deinem Gegenüber, wem auch immer, ganz klar mitteilen. Du entscheidest dich dafür, ja. Durch den Magier, der hier gefallen ist, entscheidest du dich dafür, direkt weiterzugehen. Ja. Du kommst in die Bewegung, du kommst in die Aktion. Also nicht nur, dass du dich von der Energie hier vom König der Schwerter repräsentierst, sondern du wirst definitiv, wirst du auch vorangehen. Und zwar ganz direkt. Die Entscheidung hast du hier getroffen. Das ist die Energie. Nochmal gucken, was hier noch kommt. Ja, und das ist ja das Schöne, das finde ich richtig schön jetzt, dadurch, dass du direkt vorangehst, weißt du, das braucht Mut, das braucht Ehrgeiz, das braucht Willensstärke. Ja, und das ist auch das, was der Löwe, ja, was den Löwen ausmacht. Ja, der Löwe steht da und der Löwe ist schon eine Erscheinung an sich, ja, als Tier. Und wenn du hier den Mut hast, voranzugehen, ganz direkt, du wartest nicht, du machst es, weil du das möchtest, ja, dann wirst du spüren durch
Den Ausgleich hier, Temperance, ist der Ausgleich. Du wirst hier den Ausgleich fühlen und spüren. Das fühlt sich so an wie, oh Gott sei Dank, habe ich das jetzt gemacht? Denn dann kann ich wieder einen Punkt auf meiner To-Do-Liste abhaken. Und ich verstehe gar nicht, warum ich damit so lange gewartet habe. Das ist diese Message hier. So. Dann haben wir hier den Tod. Der Tod der Transformation. Altes bleibt da, wo es ist. Geht nicht mehr mit dir mit. Und das Neue, ja, das Neue wird hier, da wird hier Platz gemacht. Ja, da, das heißt, du willkommen. Wow, krass. Alter Vater. Meine Liebe, schaut mal. Zweimal der Tod. Ihr seid gnadenlos hier unterwegs. Die Leute, die hier mit dieser Legung in Resonanz gehen können, ja, die werden hier definitiv absolut alles das, was euch nicht mehr dienlich ist, werdet ihr hier entsorgen. Das werdet ihr alles hier transformieren. Das ist diese Energie, das ist diese Energy, das ist dieser Impuls, den ihr habt, dieses endlich voranzukommen, ja. Da geht kein Weg mehr dran zurück. Deswegen, ihr habt es euch lange genug, habt ihr die Situation euch angeguckt, ja. Einige werden sich von ihren Seelenpartnern trennen, die werden auseinandergehen. Andere werden ihre Seelenpartner treffen, ja, weil nach einer Sache, die man beendet, kommt was Neues. Das kann auch sein, dass du deinen Seelenpartner hier schon beobachtest, ihr aber noch nicht zusammen seid. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man hier deuten kann. Deswegen ist es wichtig, dass ihr hier guckt, was für euch passend ist. Andere können aber auch hier einen Neuanfang im Beruf machen, ja, dass ihr euch hier auch wirklich Gedanken gemacht habt, wie fange ich hier neu an? Und alles, was hier toxisch war und nicht, euch nicht dienlich war, werdet ihr auch hier endlich hinter euch lassen. Wow, mega, unfassbar, ja, weil ihr euch nämlich hinterfragt mit 7 der Münzen und der 2 der Stäbe, was habe ich in meinem Leben bis jetzt alles erreicht, wo bin ich in meiner Berufung, in meinem Beruf jetzt, wo stehe ich jetzt und in der Partnerschaft, was haben wir uns angeschafft, was haben wir gelebt, du hinterfragst gerade alles und es kommt auch alles hoch. Und du wirst dann auch sehr direkte Entscheidungen treffen in Bezug auf dein Leben, auf dein Sein. Ja, meine Lieben, da geht wirklich aber richtig was bei euch. So, wir gucken uns auf alle Fälle jetzt erstmal eure Berufung an und wir kommen noch zur Liebe, ja? Also, bleibt schön dran, meine Lieben. Aber jetzt erstmal für alle busy Menschen, die hier auf meinem Kanal sind und die auch beruflich vorankommen wollen. So, fangen wir mit dem Beruf der Berufung an, denn auch das ist wichtig, auch für die Liebenden, denn ohne Geld, ohne Moos nicht los, ne? Ihr wisst das. So, was ist denn hier Vollmond im Löwen, beruflich gesehen, hier in der Legung? Okay, das ist interessant. Vermögensbildung. Setzen Sie sich finanzielle Ziele. Ja, meine Lieben, deswegen transformiert ihr hier, damit ihr hier euch neue Ziele im Bereich der Finanzen setzen könnt. Ja, das hat, wie gesagt, Beruf, klar, vielleicht hast du hier ein neues Arbeitsangebot. Ja, wo du hier mehr Geld verdienst für deine Arbeit, für dein Sein, für das, was du tust. Und das hast du hier schon eine ganze Weile beobachtet, ja. Und hast jetzt bedingt durch die alte Arbeit, durch diesen sorgenvollen Mangelzustand, hast du hier um Unterstützung gebeten und hast dir hier Gedanken gemacht und hier präsentiert dir die lichtvolle geistige Welt den Magier in Form eines Neuanfangs. Und sie sagen dir mit zweimal dem Tod, hey,
Du kannst hier, wenn du möchtest, das ganze Alte transformieren. Es ist die Frage, hast du den Mut dazu? Ja, ich sage ja. Warum? Weil du dich hier verwandelst in einen König der Schwerter und du gehst auch als Ritter der Schwerter voran. Und das sind beides zwei direkte und sehr aktive Energien. Und da so nach dem Motto, ich habe jetzt auf gut Deutsch die Schnüss voll. Ich möchte jetzt das, was ich habe, nicht mehr. Du brauchst eine Entscheidung und du brauchst den Ausgleich. Und den holst du dir hier mit deiner Entscheidung, die du triffst. Du triffst die definitiv. So, jetzt mal für alle die Liebenden, um die es hier geht, um einen Seelengefährten. Ja? Da gucken wir uns jetzt mal an, wie sieht es denn aus mit den Gefühlen und wie geht es denn hier weiter? Weil zweimal der Tod, Transformation, Neuanfang, wir gucken uns das jetzt mal an. So, was geht es denn hier? Das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. So, hintereinander bitte, sehr schön. Genau, das ist es. Ja. Es könnte sein, meine Lieben, dass hier einige eine, ja, dass einige hier in einer Affäre gelebt haben. Ich zeige euch die Karte. Moment, hier, ja, dass hier einige in einer Affäre gelebt haben. Das höre ich in letzter Zeit übrigens öfter. Dass es hier um deine Herzensperson geht. Ich sage jetzt mal Person, ja. Münzt es auf dich, bist du ein Mann, ist es die Herzensdame, wie es hier draufsteht. Ansonsten gleichgeschlechtlich, ne? Und wenn du eine Frau bist, wie gesagt, dann kann das hier dein Mann sein, ja? Also bitte passt es eurer Situation an und eurem Geschlecht. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass du hier eventuell eine Affäre gelebt hast oder lebst mit deinem Herzmenschen. Ja. Und hier kommen auf einmal diese alten Wunden. Ja, das heißt, das wird hier transformiert werden. Das möchte hier transformiert werden. Das sieht nicht, hier sieht es nicht, bei einigen, bei dieser Gruppe sieht das nicht nach einem Neuanfang aus, sondern nach einem Ende. Bedingt dadurch, dass es hier eine Affäre war mit eurem gedachten Herzmenschen. Ja. Und ihr habt euch hier verletzt. Es gab hier eine unschöne Situation und dass man deswegen hier auseinandergeht, ja. Und deswegen zweimal der Tod, ja. Hier möchte das Alte transformiert werden. Und eine Affäre ist ja letztendlich auch Unlicht, ne? Das ist ja nichts mit Beständigkeit. Sind wir mal ganz ehrlich, Affären sind in der Regel immer so, dass sie schmerzvoll enden können. Also einer von beiden auf jeden Fall. Ne? Deswegen Unlicht. Und das ist das, was auch hier im Vollmond des Löwen beendet werden möchte. Sie schicken euch also bewusst in eine lichtvolle Richtung. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Und da waren sie ja schon, die drei Karten. Lasst uns mal schauen. Ja. Die nächste Gruppe, die, um die es hier geht, die haben hier die gleiche Wellenlänge. Ja, also meine lieben Liebenden, es geht hier um ein, ja, wie soll ich sagen, um ein Team, möchte ich mal sagen, ja, die auf gleicher Wellenlänge segeln oder schippern oder surfen. Das kann innerhalb von einem Monat, das ist eine Zeitkarte, ja, kann sich das hier verändern. Ich sage euch das, auch wenn es euch nicht so sehr gefallen könnte. Das sind aber hier vom Vollmond im Löwen die Konflikte, die entstehen können, weil hier setzt euch euer Gegenüber, setzt euch hier so ein bisschen unter Druck. Ja, da gibt es eine Situation, da findet ihr das nicht ganz so toll. Und das kann hier auch zu vier der Kelche führen, dass ihr euch hier Gedanken macht,
dass das alles mal ein bisschen anders aussah. Und deswegen überlegt ihr euch hier, einen Neuanfang zu machen und auch das zu transformieren. Wir sind auch in der Zeit, meine Lieben, ich weiß, dass ihr das gar nicht hören wollt, aber es ist so, dass hier ganz viele sich von ihren Partnern trennen, um dann sozusagen in eine neue Zeit zu gehen oder um erstmal Abstand zu gewinnen, um nachzudenken, was möchte ich wirklich? Das ist ganz wichtig, ja, dass ihr wirklich diese Chance auch nutzt, egal in welche Richtung. Also wenn hier etwas zu Ende geht, dann seht es als Chance für etwas Neues. Und wenn hier etwas dahingehend zu Ende geht, dass man sagt, man möchte jetzt erstmal die Möglichkeit haben, wieder in den Ausgleich zu kommen, ja, dass man, dass jeder, gerade Seelengefährten, die möchten unabhängig von sich selber aneinander arbeiten, also der eine wie der andere, getrennt voneinander, damit man dann eventuell, wenn man wieder zusammenkommt, guckt, okay, wo haben wir jetzt gearbeitet, um was geht es jetzt bei uns? Sind wir bereit, wieder ein Stück weit zusammenzukommen und weiterzugehen? Also wie gesagt, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten. Ja. Einige sind in der Affäre mit ihrem Herzmenschen und haben hier die alten Wunden, die transformiert werden dürfen. Andere sind auf einer Wellenlänge. Ja. Und innerhalb eines Monats kann das ganze Thema aber kippen. Ja. Und kann hier sozusagen, du kannst das Gefühl haben, dass du hier von deinem Gegenüber halt einfach unter Druck gesetzt wirst. Ja. Dass du das Gefühl hast, es ist keine Liebe in dem Sinne, weil Liebe ist Leichtigkeit, ja. Liebe fließt und Druck ist Blockade, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du da einfach noch ein bisschen näher hinschaust und dir genau Gedanken machst, um was es hier bei dir geht. So, jetzt hole ich euch noch eine Ich-Bin-Karte vor. Ja, und genau so sieht's aus. Das wollte ich doch mal gesagt haben. Ich bin der Ausdruck göttlicher Freiheit. Genau, und das ist genau das, was auch gerade hier bei Seelengefährten, das passt unheimlich gut. Seelengefährten sind freiheitsliebend. Seelengefährten wollen auch keinen Druck. Ja? Seelengefährten, die spiegeln sich ganz viel. Die verletzen sich auch. Ja? Und ja, es kann auch mal dazu kommen, dass der andere Seelengefährte einfach mal eine Affäre hat. Das ist, Leute, das ist nichts Unnormales. Das ist nicht schön, aber das kann passieren. Ja? Und da dürft ihr jetzt entscheiden, was ihr gerne möchtet. Ihr werdet aber definitiv hier, werdet ihr direkt vorangehen. Ja? Nicht nur euch direkt äußern. Ihr entscheidet euch dazu, euch entsprechend zu äußern. Ja? Ihr werdet sagen, hey, ich möchte hier neu anfangen. Und du wirst vorangehen, um damit du wieder in den Ausgleich kommst. Ja? Und mit dem Tod zweimal, ja, das ist, da ist die Transformation, ist da, die ist da unabdingbar, meine Lieben. Und das Schöne ist halt einfach auch, und das ist auch, ihr nehmt dadurch auch ein bisschen das Tempo raus, indem ihr euch hier mit 2 der Stäbe und auch mit 7 der Münzen euch die Zeit nehmt und reflektiert. Einige werden es gemeinsam tun, andere aber getrennt voneinander. Also alles ist möglich, ja. Und wie gesagt, setzt euch bitte mit euren Finanzen auseinander, ja. Schaut, wo ihr da eventuell noch gewisse Dinge verbessern könnt, wo ihr da eventuell noch etwas verändern könnt. Und denkt bitte dran, das ist keine schlechte Legung, ja. Und auch ein Auseinandergehen ist nicht immer schlecht. Das ist eine Entwicklung unabhängig von deinem Gegenüber, um damit ihr in einer besseren Version eventuell wieder auf euch zukommt oder ihr in Licht und Liebe, in Freundschaft auseinandergeht, damit ihr dem anderen die Möglichkeit gebt und auch euch selber euch weiterzuentwickeln. Und bitte vergesst nicht, alles, was hier auf dem Lehrplanet Erde euch passiert, das ist abgesprochen. Und das Tolle dabei ist einfach, dass das, was ihr abgesprochen habt, wenn ihr denkt, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keine Ahnung, ich fühle aber den Vollmond im Löwen, weil ich habe die Impulse, die Dinge zu verändern, dann ist genau das, was jetzt passiert, aber auch geschrieben. Und das Geniale dabei ist, dass wenn ihr das Gefühl habt, was ich gerade sagen wollte, dass ihr nicht wisst, wie es weitergeht, dann, wie sage ich immer, nehmt bitte Kontakt mit eurem höheren Selbst auf.
Die Lösung habt ihr ja mit dazu geschrieben. Es gibt immer, egal was es gibt für eine Thematik, ja, ihr habt definitiv immer für das, was ihr vereinbart habt, was ihr hier lebt, da gibt es immer ein, ja, ein Thema und gleichzeitig die Lösung dafür. Und das ist eure Aufgabe, zu überlegen, okay, was soll hier transformiert werden? Was möchte ich direkt meinem Gegenüber sagen? Ja, und was möchte ich hier letztendlich tun? Und dieses direkte Vorgehen mit Ritter der Schwerter, du hast es einfach mal nötig, hier in den Ausgleich zu kommen. Und das ist das, was du dich vorher nicht getraut hast, weder zu sagen noch umzusetzen. Und das hast du schon eine ganze Weile beobachtet. Ja, du hast dich reflektiert, du hast dein Gegenüber beobachtet, reflektiert. Und wie gesagt, also ich finde das richtig toll, weil ich persönlich finde generell alles gut, was in Bewegung ist. Weil dadurch könnt ihr feststellen, was euch nicht dienlich ist und es hinter euch lassen. Okay? So, meine Lieben. Was mache ich mit euch noch? Ich werde jetzt noch eine Herzkarte ziehen für euch. Für die Liebe, weil es ja doch eine ganz spannende Geschichte ist bei euch hier, ne? Wie gesagt, einige mit alten Wunden, andere mit Affären und alten Wunden und dann halt, wie gesagt, gleiche Wellenlänge, aber den Druck. Und da möchte ich euch jetzt gerne nochmal jeweils zu dieser Gruppe, zu jeder Gruppe eine Karte ziehen. Was möchte euer Gegenüber euch noch mitteilen? Gruppe A mit der Affäre und Gruppe B mit der Wellenlänge und dem Druck. Okay, schauen wir mal. Gruppe A erstmal. So, die erste Gruppe. Da haben wir den Erfolg, okay? Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Ja. Das ist doch super. Also, ich fasse nochmal zusammen. Affäre mit deinem Herzmenschen und alte Wunden. Okay, das heißt mit dieser Karte, dass auf jeden Fall diese Wunden geheilt werden. Und das ist wiederum diese Bestätigung mit der Transformation, mit dem Tod, dass du hier eventuell die Sache erstmal beenden wirst. Könnte sein, muss nicht. Ja, aber egal wie, du wirst auf jeden Fall diese Geschichte erfolgreich abschließen, okay? So, und jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an mit der Wellenlänge und dem Druck. Okay, was gibt's da? Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Ja, also, dass hier nicht alles fließt, ist klar. Aber das ist nicht schlimm. Und ich finde das auch super schön, dass du hier gleich sozusagen angedockt hast und so nach Motto, lieber Gott, hilf mir bitte in der Situation. Wir haben zwar eine gleiche Wellenlänge, aber es könnte sein, dass du halt jetzt schon spürst, dass hier irgendwas, und das sind diese Energien, die jetzt im Vollmond hochkommen, dass sozusagen jetzt schon anfängt, dass hier irgendwas unrund laufen könnte. Ja, dass sich dein Partner verändert. Auch bei deinem Partner wirkt der Vollmond, nicht nur bei dir. Ja, und dass du hier merkst, oh, der wird angespannter. Oh, hier passiert irgendwas. Ja, und das kann halt bis zu einem Monat dauern, aber die ersten Anzeichen können halt jetzt schon sein. Und da hast du, als du das gemerkt hast, hast du hier schon um Hilfe gebeten. Und das finde ich richtig gut. Ja, also meine Lieben, ja, interessante Legung hier heute, ne? Eine Mischung zwischen Partnerschaft, Job, dass du halt auf deine Finanzen schauen sollst und dir neue Ziele stecken sollst. Und natürlich ganz klar, hier die Ich-Bin-Botschaft, ich bin der Ausdruck göttlicher Freiheit. Ja, und das ist natürlich genau das, was auch der Löwe präsentiert, ne? Der Löwe lässt sich ja nicht von seinen Löwen hier einspannen, ne? Sondern der Löwe hat die Führung übernommen und übernimmt immer die Führung. Ein Löwe generell. Ein Löwe lässt sich nichts sagen, ja? Und das ist genau das. Und diese Energie wirst du spüren und wirst du auch leben,
Wichtig ist, dass du schaust, was du daraus machst und was dir sozusagen deine Impulse sagen. Und wenn du hier näher in dieses Thema mal reinschauen möchtest, egal ob es jetzt dein Beruf ist, deine Persönlichkeitsentwicklung oder die Liebe, dann kannst du dir auch sehr, sehr gerne mal eine private Legung bei mir buchen. Dafür bin ich da. Ich bin auch gerne für euch da und genau deswegen mache ich das auch, damit ich euch sozusagen ein Stück weit Unterstützung geben kann für euren Prozess. Alle Informationen dazu stehen unten in der Infobox, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet damit in Resonanz gehen, weil die, die hier mit in Resonanz gehen, da passiert richtig viel. Das sehe ich auch schon, das weiß ich auch schon und von dem her freue ich mich über eure Abos und über eure Likes und danke für eure Unterstützung. Und ich finde es wundervoll, dass ihr da seid. Ich danke für euer Sein. In diesem Sinne, macht's gut, alles Liebe, ciao, eure Katrin.